Hallo und willkommen zu einem neuen Einrichtungshaul. Ich freue mich so sehr, endlich wieder ein Video filmen zu dürfen. Ich habe eine Weile nicht vor der Kamera gesessen und ich freue mich ganz besonders, wieder einen Haul drehen zu dürfen. Ich habe wunderschöne Dinge gekauft. Ich habe es wieder in Kategorien unterteilt. Wir beginnen mal vor der Tür diesmal. Ich habe im TK Maxx eine Fußmatte geholt. Und zwar diese hier, die hat nur 2,50 € gekostet, hat ein Schloss, nicht ein Schloss, ein Schlüssel drauf. Und die fand ich sehr hübsch und wir haben dringend eine gebraucht, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann fürs Schlafzimmer habe ich nur eine Sache diesmal geholt. Und zwar habe ich im Depot Online Shop, und zwar am Black Friday, diese Wandvase geholt. Die finde ich ganz süß, wenn ich die so zwischen Bildern anmontiere. Das lockert das ganze Bild ein bisschen auf. Und die kann man einfach anhängen und hier was reinpflanzen oder auch künstliche Blumen rauswachsen lassen. Also reinstecken. Die fand ich sehr hübsch. Dann kommen wir zum Wohnzimmer. Ich habe bei Action für um die 70 Cent, glaube ich, zwei Raumdiffuser geholt, einmal in Jasmin und einmal in Vanille. Ja, ich dachte mir, die sind ganz süß. Auch generell, wir haben jetzt in letzter Zeit noch viele Bauarbeiten hier gehabt und es ist gut, wenn wir mal wieder einen frischen Luft hier reinbringen, der nicht unbedingt nach Baustaub riecht. Dann eine Sache, die ich wunderschön finde und ich hätte nicht gedacht, dass ich sie in einem solchen Laden finde. Ich war im Woolworth und ich habe dieses Schneidebrett hier geholt. Ich finde das richtig hübsch. Das ist so Marmor in zwei geteilte Flächen. Einmal in weiß, einmal in grau. Richtig elegant mit so einem Bastseil dran. Und ich werde das verwenden, um vor allem Hitzegetränke oder Lebensmittel darauf abzustellen. Ich habe nämlich das Problem, dass meine Platten immer aus Holz sind. Und vielleicht wisst ihr das, wenn man heiße Dinge auf Holz stellt, dann bildet sich so ein Rand. Problem gelöst. Ich finde die richtig, richtig schön. Die hat nur 5 € gekostet. Und ich freue mich schon, die hinzustellen. Dann kommen wir ins Arbeitszimmer. Ich habe für unseren Arbeitszimmer/Ankleidezimmer, wir haben ja beides in einem, ich habe für unseren Kleiderschrank einfach diese Samtaufhänger bei TK Maxx geholt. Das sind 10 Stück für 5 Euro. Wir haben schon welche von denen, aber wir brauchen noch welche. Und ein Tipp an alle, die gerade suchen nach Bügeln, wo nicht immer die Wäsche runterhängt, aber die auch nicht so eine hässlichen Pixies hier haben wollen, holt euch Samtaufhänger. Die sind preiswert, die sind sehr elegant und es rutscht nichts runter. Ich finde die richtig schön. Dann habe ich eine Kiste geholt, einfach nur so für kleine Sachen, um sie dann aufzubewahren. Die habe ich aus dem Kick geholt und die hat 4 € gekostet. Ja, fand ich ganz süß mit so einem kleinen Verschluss. Einfach nur eine kleine Kiste für unseren Schrank. Dann so eine kleine Homework-Abteilung, keine Ahnung, so eine Bastelabteilung habe ich mit reingenommen. Und zwar habe ich vor, demnächst ein Gemälde zu malen, habe dafür richtig lange nach Farbe gesucht, die ungefähr zu den Farbtönen passt, die in unserer Wohnung sind. Ihr seht es auch hinter mir. Und habe 3-mal Sandfarbe mitgenommen, also das ist eine Strukturfarbe, die beige ist, aber auch die Struktur von Sand hat. Die fand ich richtig cool und die hat jeweils 2 € gekostet und die habe ich aus dem Woolworth. Dann habe ich im Teddy eine Jute-Schnur mitgenommen. Jute ist immer gut. Ich habe überall Tags, die ich anbinde. Ich binde Dinge zusammen für Kabel, für Pflanzen. Jute ist einfach eine schöne, natürliche Art, um das zu machen. Und die Schnur hat 1,50 € gekostet und das sind 30 Meter. Ich denke, das wird eine Weile reichen. Letzte Sache im Heimwerken ist diese Sprühfarbe. Die habe ich bei Action geholt. Die hat über 2 € gekostet. Ich mag die ganz gerne, gerade wenn man Dinge für die Wohnung kauft, die nicht immer in der richtigen Farbe sind, kaufe ich sie, sprühe sie weiß an. Manchmal kommt noch eine extra Schicht drüber, damit das auch hält, aber diese weiße Sprühfarbe rettet einfach so viele Dinge. Und ja, habe ich da geholt. Dann kommen wir zur Abteilung Bad. Die ist heute meine absolute Lieblingsabteilung, weil ich mich so sehr freue, die Sachen endlich gefunden zu haben. Die erste Sache ist diese Flasche. Die Flasche habe ich 4-mal geholt und das ist eigentlich eine Milchflasche, aber ich möchte gerne unser Waschmittel in diesen Flaschen abfüllen. Ich habe schon lange nach solchen Behältern gesucht. Ich finde es einfach überhaupt nicht schön, diese bunten Plastikbehälter im Bad stehen zu haben. Mag ich gar nicht. Deswegen möchte ich diese Flaschen nehmen, unser Waschmittel reinfüllen und oben mit der Jute-Schnur so einen kleinen Tag, also so einen Anhänger festbinden und draufschreiben. Bunt, schwarz, Weichspüler, Feinwäsche, all sowas. Und ich finde die richtig schön. Die hat nur 1,50 € gekostet. Und wie gesagt, 4-mal habe ich sie mitgenommen. Dann das Highlight für mich zumindest, und ich kann es kaum erwarten, diese Kamera dann auszumachen und es endlich hinzustellen. Wir suchen, seit wir hier eingezogen sind, einen Badmülleimer. Wir wohnen jetzt fast 3 Monate hier und wir haben keinen Badmülleimer. Und ich habe endlich einen gefunden.
Das hier ist das wunderschöne Stück. Ich bin richtig, richtig zufrieden und richtig glücklich mit dem. Mir war halt wichtig, dass es keiner von diesen Pedaleimern ist, weil ich die scheußlich finde. Es sollte auch kein Plastikeimer sein. Er sollte schön aussehen, er sollte zu allem passen. Und ich mag generell eher so Metallglas oder Holzmaterialien. Deswegen ist der perfekt. Der ist aus dem TK Maxx. Hat 20 Euro gekostet und ist eigentlich kein Mülleimer. Vielleicht haben die Tierfreunde von euch es schon erkannt. Hier ist eine kleine Pfote drauf, eine Hundepfote. Das ist eigentlich kein Mülleimer. Das ist eigentlich eine Box für Tierleckerlis, also für Hundefutter. Und die ist eigentlich luftdicht verschlossen. Ich habe den luftdichten Ring abgenommen, damit das Ganze auf und zu leichter geht. Und ich habe mir immer so einen Mülleimer gewünscht, den man einfach nur anhebt. Also ja, wenn ihr auch verzweifelt nach Mülleimern sucht und überhaupt keine Stilfreunde findet, geht mal zu TK Maxx, die haben was in der Hundeabteilung. Dann gehen wir zur Küche über. Ich habe Untersetzer geholt und zwar einfach diese hier, das sind aus Kork. Ich habe insgesamt 8 Stück geholt, das sind immer in einer Packung 4 Stück für 1 Euro. Und die sind aus Woolworth, die sind ganz praktisch. Erstmal sind sie natürlich ein natürliches Material, was ich mag, aber man kann halt auch heiße Dinge darauf abstellen, ohne dass sie Schaden nehmen, was nicht bei allen Materialien so ist. Und passend zu den kleinen Untersetzern für die Getränke habe ich noch diesen großen hier geholt, beziehungsweise diese große. Das sind 3 Stück, ebenfalls aus Kork. Und die haben, gute Frage, weiß ich nicht, wie viel Euro gekostet, damit wir Töpfe und sowas abstellen können. Also wenn ihr frisch gekocht habt und die Sachen auf den Tisch stellen wollt, hält der Tisch das, zumindest unserer hält das nicht aus. Deswegen habe ich noch Korkuntersetzer geholt. Dann noch eine Sache, die ich im TK Maxx geholt habe, über die ich absolut glücklich bin. Ich habe endlich Kochhandschuhe, Backhandschuhe gefunden. Für alle anderen wird das jetzt wahrscheinlich so eine Sache sein, so, hä, ist doch voll easy, die zu finden. Action hat die, Kick hat die, jeder hat die. Stimmt. Aber ich habe Babyhände und ich kann in keinem einzelnen Handschuh greifen. Also ich koche sehr oft, ich backe sehr oft und so ein Blech muss man dann auch festhalten können. Es bringt mir nichts, wenn die Hälfte des Handschuhs noch leer ist, weil meine Hand zu klein ist. Und bei TK Maxx habe ich ganz kleine Handschuhe gefunden. Also nicht klein, meine Hand passt rein und andere bestimmt auch. Aber man kann halt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, man kann sie, keine Ahnung, tatsächlich zumachen. Ich kann greifen. Das ist, wie gesagt, das ist so eine Sache, die wahrscheinlich nur ich als Problem habe. Aber ich habe endlich Handschuhe gefunden, die mir passen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer waren die. Die haben 6 Euro gekostet. Finde ich auch sehr schön. So einem grau-weißen Material. Die sind von Working Kitchen. Marke kenne ich nicht, aber danke Working Kitchen, dass ihr Handschuhe macht, die meinem Baby hinpassen. Dann eine Sache, die ich auch im Black Friday Sale gekauft habe, die wollte ich mir vorher schon holen und dann war sie auf einmal im Sale, ist diese wunderschöne Vase. Die ist von Depot. Die habe ich im Depot Online-Shop bestellt. Die hat dieses Keramik und hat so unebenmäßige Farbverläufe darauf. Finde ich richtig, richtig schön. Und weil vorgestern unsere Küche fertig gebaut wurde, kann ich die auch endlich verwenden. Ich möchte gerne dort unsere Kochlöffel und unsere Kochutensilien reinmachen und bin richtig happy mit der. Dann habe ich kleine Aufhänger geholt, einfach nur so Edelstahlaufhänger für alles Mögliche. Ich möchte gerne Weihnachtsdeko aufhängen und ich möchte gerne Handtücher aufhängen, die sind echt praktisch. Das sind 8 Edelstahlhaken für 1 Euro aus Woolworth. Kann ich mich echt nicht beschweren. Und die waren viel preiswerter als die Plastikdinger. Die Plastikdinger waren doppelt so teuer. Apropos Plastik. Ich habe diese Aufbewahrungsboxen geholt. Ich hatte schon mal welche geholt in dem Look. Ich möchte unbedingt das Farbschema beibehalten, also grau. Und ich habe einfach die geholt, um Essen darin abzupacken, wenn wir es gekocht haben, um Meal Prepping zu machen, also Essen vorbereiten. Genau. Die habe ich aus dem Action. Das sind 2 Stück. Und die haben nur 97 Cent gekostet. Dann habe ich im Woolworth für 1 Euro eine Dose geholt. Ich hatte das schon vorher geplant, habe nur nach der richtigen Dose gesucht. Ich habe unsere Tabletten abgefüllt. Das sieht richtig hübsch aus, finde ich, wie so eine Perlendose. Ich habe einfach unsere Vitamine abgefüllt. Also Eisen, Magnesium, Vitamin D, sonstige, also sowas wie die Pille. Einfach hier reingemacht. Das ist viel ordentlicher, viel schöner und nicht mehr dieses nervige Rausgedrücke. Bin richtig happy damit. Vielleicht auch ein Tipp für euch, wenn ihr sagt, okay, ich habe so viele Medikamente und weiß gar nicht, wie ich die unterbringen soll. Es gibt die auch in viel, viel größer. Aber ich fand das richtig praktisch und es ist süß, das dann halt einfach so zu beschriften. Das kann man jederzeit abziehen wieder. Fand ich sehr schön. Dann, ich glaube, wir sind bei der letzten Sache. Ich habe nach einer Rührschüssel gesucht. Ich habe in Läden nach einer Rührschüssel gesucht, dann bin ich auf Amazon gegangen und die waren aber mir zu teuer und hatten nicht genug Fassungsvermögen. Die hier hat 3 Liter Fassungsvermögen, was wirklich gut ist für jeden unter euch, der viel backt, weiß, wenn man größere Kuchen backt mit mehr Teig, braucht man große Schüssel.
Und ich habe die hier geholt. Ich habe mich von meiner Mutter beraten lassen, welches Material und Plastik, also Hartplastik, war tatsächlich das Beste. Wenn man Metallschüsse nimmt, können die leider absplittern. Wenn man Holzschüsse nimmt, können sie auch Splitter einfangen oder das Material geht kaputt. Glas ist mir zu empfindlich, wenn es mir runterfällt. Aber diese Schüssel ist so robust, hätte ich eher Angst um meinen Boden. Und ich bin richtig froh, die gefunden zu haben. Die habe ich in Weiß geholt und die ist aus dem TK Maxx für 10 Euro. Richtig glücklich. Ich habe andere Schüsseln gesehen, die genauso teuer sind, aber viel weniger Fassungsvermögen haben. Deswegen bin ich absolut happy, die gefunden zu haben. So, wir sind für heute durch. Ich habe so eine Freude gehabt. Ich bin nur so froh, wieder vor der Kamera sitzen zu dürfen. Bis vor ein paar Tagen konnte ich nicht mehr sprechen. Auch so ein Grund, warum ich lange nicht gefilmt habe. Einmal die Lichtsituation, andererseits auch. Ich bin krank geworden und konnte nicht sprechen. Und ohne Stimme ist so ein Video nicht existent. Aber ja. Mir geht's besser und ich bin so froh, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!